Ich hatte noch versprochen, ich erzähle noch ein bisschen was zu meiner Romreise. Ich war ja dann in Italien und bin auch geflogen von nach und von Rom. Und dementsprechend bin ich dann auch auf dem Rückweg, also Sonntagmittag bin ich zurück und bin dann nach Rom gefahren am Sonntag und habe den kompletten Montag dann noch verbracht. Und bei Rom, da sagt schon TJ Omar, Rom ist eine schöne Stadt, das stimmt. Roma Eterna, Rallye 600, super Titel übrigens eines Buchs von Robert Silverberg, Alternativhistorie mit so Kurzgeschichten, Kurzepisoden, die immer referenzieren auf die reale Historie und darstellen, wie es alternativ hätte verlaufen können. Roma Etera, toll. Rom ist wirklich eine schöne Stadt. Ich bin das zweite Mal in Rom gewesen und in Rom habe ich den Eindruck, man kann eigentlich blind den Fotoapparat irgendwo hinhalten und abdrücken und hat immer ein schönes Bild. Das ist zum Beispiel anders als in New York. In New York muss man wirklich genau den richtigen Kamerawinkel finden, damit man diesen Times Square so drauf kriegt, dass er aussieht wie der Times Square. Zum Beispiel. Das ist in Rom nicht so. In Rom, zumindest so im Innenstadtbereich, kann man also wirklich alles abfotografieren und es sieht toll aus. Das werde ich gleich auch beweisen. Selbst mit meinen Fotokünsten geht das. Überall Geschichte, sagt Satiriu, genau, da stehen viele Trümmer rum. Und wir hatten sehr günstig bekommen ein Hotel direkt am Forum Romanum, also wirklich spottbillig über Hotel Reservation Service, das war klasse. Und das war super. Wir hatten außerdem die Sondersituation. Im Juli sind die Römer ungerne in Rom, weil es halt heiß. Die sind dann lieber in Fuji oder ähnlichen Gegenden, wo es etwas kühler ist, kann man auch verstehen. Und natürlich, das ist jetzt nicht schön, aber es ist einfach Tatsache, aufgrund von der Corona-Situation sind auch noch nicht so viele Touristen da gewesen. Also sprich, wahrscheinlich das am lockersten besuchte Rom der nächsten 10 Jahre. Ja. Aber es ist natürlich zu hoffen, dass auch im Sinne der Römer, dass sich das mit Corona und mit der Tourismussituation wieder normalisiert. So, aber jetzt kann ich ja mal ein paar Bilder zeigen. Wo habe ich das? Hier. Nee. Komm her. Da. Das ist noch in Fuji. Da auf dem Bus gemalt haben. Also auch da, während der gesamten Busfahrt, trägt man eben so eine Anti-Corona-Maske. Und damit sind wir dann nach Rom gefahren. Man fährt in Rom in der Regel zum Termini-Bahnhof. Das ist also so der zentrale Anlaufpunkt. Und das ist so ein einfach mal in die Gegend halten und abdrücken Foto. Da sind wir nämlich dann auf dem Weg zum Hotel an dieser Brücke hier vorbeigekommen. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Brücke ist. Ich bin hier mit meinem schicken Peri-Rodan-T-Shirt unterwegs. Bernhard hat mich fotografiert. Für meinen Geschmack, ich bin jetzt auch kein Fotokünstler, ist klar, schickes Bild. Also, das ist an einer ganz normalen Straße da, ja. Also das ist jetzt, sah jetzt für Rom nicht ungewöhnlich aus. An der Straße sind wir auch vorbeigekommen am Hotel Borromeo. Das musste ich deswegen fotografieren, weil ich ja Türme im Nebel geschrieben habe als Bernard Craw und da heißt die Hauptfigur Borromeo. Also das fand ich ganz, ganz witzig, dass ich dem da dann nochmal begegnet bin. Das hier ist die Trajanssäule am Forum Romanum. Das Gekrusel, was man da so drauf sieht, das ist ein umlaufendes Bildband, was also die siegreiche Schlacht von den siegreichen Feldzug von dem Kaiser Trajan darstellt. Im Hintergrund links sieht man das Nationalmonument. Italien ist noch gar nicht so lange ein vereinigter
Nationalstaat. Also das ist relativ spät passiert, weil es eben sehr lange sehr viele Fürstentümer dort gab. Und da haben die eben so ein sehr, sehr großes, imposantes Monument sich dahin gestellt. Und da bin ich am Trevi-Brunnen. Da habe ich extra mal ein Foto mit Maske gemacht, weil man tatsächlich bei diesen Menschenaufläufen da meistens mit Maske jetzt unterwegs war. Ja, da ist jetzt die Frage mit der Münze. Ich habe da keine Münze reingeworfen. Ich habe auch keinen gesehen, der eine Münze reingeworfen hat. Ich weiß nicht, ob das im Moment verboten ist. Auf jeden Fall standen da relativ viele Polizisten rum. Keine Ahnung. Also in meinem Reiseführer, der aber ziemlich alt ist, steht drin, dass man das machen darf und dass die Stadt Rom, dass die Münzen einmal die Woche rausholt. Und die Hälfte davon geht ans Rote Kreuz und die andere Hälfte geht in die Erhaltung von historischen Monumenten. Ob das noch so ist, kann ich nicht sagen. Ich habe halt keinen gesehen, der da irgendwas reingeschmissen hat. Da sieht man diesen Trevi-Brunnen nochmal von der Seite. Das ist wirklich, das Bild wird dem nicht gerecht. Also das ist wirklich ein ganz, ganz fantastisches Kunstwerk. Auch da keine Ahnung, was das ist. Da sind wir einfach vorbeigelatscht, das steht da so rum. Ja. Tja. Glacinela, nein, ich habe keine Münzen im Wasser gesehen. Und das Wasser ist wirklich sehr klar. Also ich habe da keine Münzen gesehen. Vielleicht kann, es kann aber ja auch sein, dass sie die gerade rausgefischt hatten. Ja, das weiß ich nicht. Aber dieses Ding da mit diesen Säulen, was das ist, weiß ich nicht. Es ist auch, es hat auch einen ganz eigentlich deprimierenden Effekt. Die ersten 2, 3 Stunden, die man in Rom rumläuft, fotografiert man alle diese schönen, tollen Sachen. Und dann ist man, ich zumindest, bin dann sehr fotomüde. Also da rennt man dann an sowas da vorbei und macht sich nicht mal mehr die Mühe, das Handy rauszunehmen, um das zu fotografieren, weil es da einfach dermaßen viel gibt. Ferrari stehen da auch mal so rum. Der hat auch seinen Alarm ausgelöst, weil Bernhards Frau sich neben dem Ferrari fotografieren lassen und die kamen dann wohl zu nah dran und dann fing er an, da rumzuheulen. Das war auch ganz witzig. Überhaupt schöne Dinge, schöne, schicke Sachen, das ist in Italien hoch im Kurs. Da kommen wir gleich auch noch mal drauf zu sprechen. Da bin ich am Tiber. Der Tiber ist ja der Fluss, der durch Rom fließt. Das war dann auch noch in der ersten Nacht. Nein, sie hat keinen Ärger gekriegt. Sie hat das Ding ja noch nicht mal angefasst. Also sie war nur nah dran. Also das war kein Problem mit dem Autoalarm. Also Tiber auch sehr schön. Das war der Blick aus meinem Hotelzimmer. Das ist auch irgendwie, finde ich, das Klasse, wenn man da aufwacht und man hat dann so einen Ausblick. Das Beste an meinem Hotelzimmer war allerdings die Nasszelle. Also ich habe da wirklich lange geduscht, weil das wirklich klasse war mit so einem Ding, so einer Brause, ganz breiten Brause von oben und dann noch so einen Schlauch, wo man sich mit abspritzen konnte und alles Marmor und dann noch so eine Reliefs eingearbeitet und so. Das war schon also selten so gut geduscht in meinem Leben. In Italien ist es derzeit so, da steht Farmacia auf dem Bild, das sieht man jetzt wegen der Ampel nicht, also Apotheke. Und vor den Apotheken sind diese kleinen Zelte. Und in diesen kleinen Zelten werden die Covid-Tests gemacht, also wie man das bei uns dann auch kennt. Da kommt dann so ein Stabhalter in die Nase und eine halbe Stunde später kriegt man eine E-Mail, wo dann eben drin steht, ob man positiv oder negativ getestet wurde. In Deutschland übrigens wesentlich heftigere Kontrollen dafür als bei der Hinreise. Also in Deutschland, in Köln-Bonn, wurde ich tatsächlich auf dem Flugfeld noch, also bevor dem Betreten des Flughafengebäudes, stand schon die Polizei und wollte hier meinen Impfnachweis sehen. Das ist auch wieder so eine ganz normale Gasse in Rom, also nichts Besonderes. So sehen da mehr oder minder alle aus. Finde ich schon echt fantastisch. Ich frage mich auch, wenn man da jetzt wohnen würde, ob man das überhaupt noch wahrnehmen würde, wie schön das da ist. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, wie die ihr Weltreich da erobert haben. Denn wenn ich als Römer da gewohnt hätte, hätten mich da keine 10 Pferde weggekriegt, um dann da
irgendwie in Gallien, wo es ständig regnet und kalt ist, irgendwelche Eroberungen zu machen. Hätte ich überhaupt keine Lust drauf gehabt. Und dann noch 20 Jahre als Legionär. Und am Ende von dieser Dienstzeit kriege ich dann ein Stück Land im kalten Gallien, wo es nass ist. Nee, 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 nee. Also ich wäre schön in Italien geblieben. Keine Ahnung, wie die da ihre Legionäre motiviert haben. Das könnte ich eigentlich wissen, was das ist, weil wir das anhand meines Reiseführers angesteuert haben. Ich weiß es aber nicht. Es kommen aber noch Sachen, bei denen ich das weiß. Das ist am Nationalmonument. Der Wuschelkopf unten rechts ist Herr Hennen. Mit dem war ich da unterwegs. Und wir haben gerätselt, was das wohl für eine Göttin da ist. Gida. Und sind jetzt beide übereinstimmend der Meinung, es sei Athene. Also falls jemand etwas anderes weiß, darf er das gerne in den Chat schreiben. Aber wir glauben, das könnte Athene sein. Das ist der Palatin, also einer von diesen Hügeln da in Rom. Und zwar hinter dem Forum Romanum. Also das Forum Romanum hat mehrere Sektionen. Und also das wurde ja im Laufe, das ist, naja, ist ja jahrhundertelang ist das ja genutzt worden. Und deswegen, da haben dann diverse Kaiser haben das dann nochmal ausgebaut und umgebaut und so weiter. Und das ist eben so ein Seitenbereich praktisch und da ist eben der Palatin dahinter. Wir waren im Kolosseum. Sieht man hier, da, ob man da jetzt die Maske getragen hat oder nicht, hing sehr stark davon ab, wie sehr sich die Leute so geknubbelt haben. Also hier zum Beispiel waren wir dann mal ohne Maske, weil wir da jetzt in dem Abschnitt gerade mal alleine unterwegs waren. Wie man vielleicht am Hintergrund erkennt, war das nicht Minerva? Ich werde es nachschauen, ob diese Göttin eventuell Minerva war. Jedenfalls, wie man am Hintergrund erkennt, es ist so teilrestauriert. Also Teil noch im Originalzustand und Teil dann eben wiederhergestellt. Sieht man auch hier. Das ist also so von so einem mittleren Rang aus runter fotografiert. Und ja, diese Struktur, die man da unten drin sieht, das war eigentlich, waren das die Gewölbe. Also das war so der Kellerbereich, wo die wilden Tiere gehalten wurden und wo auch die Gladiatoren auf ihren Einsatz gewartet haben. Und man muss sich das so vorstellen, dass man also dann eben das alles abgedeckt hat. Also da, wo jetzt die Leute rumlaufen, das war so ein durchgängiger Boden im Grunde, ja. Und da war dann eben Sand drauf und dann konnte man da eben die Spiele machen. Es war sogar so, man konnte das unter Wasser setzen und konnte dann da Schiffsgefechte durchführen, ja, also simulieren. Das war nämlich oft so, dass die ihre Feldzüge nachgespielt haben. Natürlich immer so, dass die Römer dann gewonnen haben. Also diejenigen Gladiatoren, die die Römer gespielt haben, die wussten schon, dass die gewinnen. Ein bisschen fies. Ja, überhaupt ziemlich fies, diese ganze Sache. Hier sieht man es nochmal von der anderen Seite. Das ist also praktisch dasselbe. Dieses Untergeschoss und jetzt gegenüberliegend sieht man halt diesen abgedeckten Bereich. Da sind wir am Forum Romanum. Ich versuche da möglichst lässig auszusehen, kipp aber gleich von der Mauer darunter. Deswegen muss ich da mit dem Fuß mich nochmal eben abstützen. Das ist auch dann in dem Forum Romanum. Also ich finde eigentlich schade, dass diese Internetforen, wo so viel rumgeblubbert wird, dass die Forum heißen. Das ist eigentlich ist das ja so der Bereich, wo die Demokratie lebt und die könnten es looten, genau. Und wo man sich ausgetauscht hat und wo die Philosophen sich getroffen haben. Und für uns ist das jetzt so was total Triviales geworden, so ein Internetforum halt. Bisschen schade. Also das atmet schon wirklich sehr viel Geschichte, wenn man da ist. Und wenn man sich dann vorstellt, das war vor 2000 Jahren,
der Mittelpunkt der Welt. Das ist schon klasse. Das ist auch am Forum. Da war so eine lebende Statue. Der war sehr, sehr witzig. Da konnten wir also noch ein paar Aufnahmen mitmachen. Hier das Pantheon, wo ich gestehen muss, reizt mich überhaupt nicht. Also für mich eine einzige Bausünde. Das könnte auch so, ja, sozialistischer Betonbau im Prinzip. Ja. Hinter diesem Säulenvorbau ist das ein Kuppelbau. Und das Interessante ist, also früher Pantheon heißt eben alle Götter. Also das war eben das Gebäude, wo man alle Götter verehrt hat. Da hat man dann eben so diverse Statuen von diversesten Göttern aufgestellt. Das Interessante dabei ist auch, das ist so ein Kuppelbau und in der Mitte, in der Kuppel ist so ein runder Bereich ausgespart. Das heißt, da regnet es rein. Deswegen ist auch am Boden kein Teppich oder irgendwie was, sondern so ein ganz leicht gewölbter Boden, dass das Wasser dann da entsprechend abfließen kann. Das ist die spanische Treppe. Sieht nur gut aus von unten. Wir sind da hochgekraxelt und haben darunter geguckt. Das ist nichts. Also da sieht man von den Stufen kaum noch was. Da ist der Blickwinkel ungünstig. Aber von unten sieht das schon echt klasse aus. Was auf der anderen Seite ist, da kommen wir wieder zu den schönen Dingen. Wenn man diese Schilder in den Fenstern lesen kann, links Dior, in der Straße hinter Dior Gucci. Rechts von der Straße Prada. Also in den Schaufenstern sind Kleider, Handtaschen und solche Sachen. Da kann man also für so ein einzelnes Stück Mode mal locker gute 5.000 Euro ausgeben. Wäre jetzt nicht so meins, aber ich gönne es natürlich jedem, wenn er das gerne machen möchte, soll das tun. Tja. Aber das sind wirklich, das sind so diese Nobelläden an der spanischen Treppe dran. Das ist so ein Brunnen in Rom. Ich weiß nicht, ob man es so gut sehen kann. Man muss da unten diesen Hahn zuhalten. Dann gibt es oben so ein Loch, wo dann das Wasser rausspritzt. Da kann man dann da trinken. Das ist auch ganz bekannt. Das ist oben die Wölfin, die halt Romulus und Remus säugt. Ist an diesem Nationalmonument dran. Kann ich auch noch mal zeigen, weil ich mir das nämlich hier als kleine Figur gekauft habe. Roma Lupa, die römische Wölfin, die also die Zwillinge da säugt. So, was habe ich noch? Genau, da bin ich beim Kartenstudium, weil es mir tatsächlich mit zwei Reiseführern unterlaufen ist, dass ich in die falsche Richtung abgebogen bin und Bernhard Hedden war voll der Schadenfreude, obwohl ich ihn mit reingerissen habe, weil wir zusammen unterwegs waren. Und was wir eigentlich gesucht haben, ist dieser Schildkrötenbrunnen, den wir dann aber erfolgreich nach meinem Kartenstudium haben finden können. Der hat auch eine besondere Geschichte. Ohne diese Figuren, also das sind vier so Jünglinge, die helfen so Schildkröten da oben rein in dieses Bassin. Das ist so die Figurengruppe. Wenn man sich die wegdenkt, also nur den Steinanteil von dem Brunnen, dann wurde der entworfen von jemandem, der hat sich verzockt, also beim Glücksspiel. Und sein Schwiegervater in spe war total sauer deswegen. Und dann hat also dieser Glücksspieler hat also innerhalb von einer Nacht hat er den Entwurf gemalt für diesen Brunnen. Und das hat seinen Schwiegervater dann versöhnt und dann durfte er seine Frau, die er da haben wollte, durfte er dann heiraten. An der spanischen Treppe gibt es auch da wiederum. Mehr, das war nicht genug. Der also darauf ausgelegt ist, dass man sich darauf waschen kann. Überraschend kalt das Wasser. Also das ist auch an der spanischen Treppe. Ja, und oben auf unserem Hotel gab es noch so eine Bar, wo wir dann so einen Blick hatten über das Forum Romanum. Und da konnten wir dann
meinen letzten Abend noch mal begeben. Der Bernhard und seine Frau sind noch ein paar Tage geblieben. Die sind heute zurückgekommen. Ja, aber das war so unser Trip nach Rom. So, also, wenn man es jetzt unbedingt konstruieren will, könnte man sagen, auch für einen Schriftsteller natürlich sehr inspirierend, so eine Romreise, aber eigentlich war das wirklich Urlaub. Also ich war auf dem Eurocon, da kann man mit Fug und Recht sagen, das war, hatte sehr viel zu tun mit meiner Schriftstellerei. Da habe ich viele Leute kennengelernt, viele Leute getroffen, die da auch in dem Bereich tätig sind. Rom war ein großes Vergnügen, nicht nur wegen der Sachen, die man dort sieht, sondern auch wegen des Essens. Also ich hoffe, es kommt nicht allzu oberflächlich rüber, aber es ist einfach so unglaublich lecker. Und in Rom selbst würde ich auch empfehlen, die billigen Restaurants zu nehmen. Schmeckt mir eigentlich noch so mit am besten. Also Risotto und Pizza und sowas, das ist einfach für so einen Nordeuropäer wie mich, ist es ja auch erstmal eine ungewöhnliche Erfahrung, dass eine Tomate einen Geschmack hat. Eine Tomate, die wie ich sie kenne, ist im Wesentlichen Wasser. In Italien ist eine Tomate sowas wie fester Ketchup. Ja, also das ist schon ein ganz erheblicher Unterschied und hat mir also sehr gut gefallen. Also ich kann das durchaus empfehlen, so eine Romreise. Ich war jetzt das zweite Mal da. Ist schon für mich eine tolle Sache. Und Eurocon, je nachdem, wenn man halt sagt, man hat da Spaß dran, es ist sehr empfehlenswert, genug Englisch zu verstehen, um jetzt hier so einem Panel folgen zu können. Man muss natürlich nicht perfekt Englisch sprechen, das erwartet überhaupt niemand, also das ist ganz klar. Aber wenn man jetzt gar nicht versteht, was da vorne geredet wird, dann ist es natürlich doof, das ist klar. Und es ist ja auch die Verständigungssprache, also die man nutzt, um sich mit den anderen Besuchern da auszutauschen. Also das ist schon deutlich von Vorteil. Gut, ich mag diese Eurocons. Der nächste in Luxemburg wird dann mit Sicherheit auch auf meiner Terminseite vermerkt sein, wenn wir dann dort sind. Wir, damit meine ich dann auch den Bernhard Hennen, denn der wird da sicherlich auch hinfahren, hat er zumindest vor. Ja, und ich glaube, das war's. Glacinella hat auch von besonders leckeren Tomaten und Orangen gehört, genau. Ich kann es bestätigen. Also es ist wirklich Rom. Ich sage es nochmal, ich habe es eingangs schon gesagt. Öfter mal, also man kann einfach die Kamera wild in die Gegend halten und abdrücken und es kommt ein schönes Foto dabei raus. Also es ist einfach eine sehr, ich sage jetzt mal, pittoreske Stadt. Also wirklich, 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 wirklich schön. Also das kann ich nicht anders sagen. Gut, Serena hat den Vorteil, dass sie Englisch verhandlungssicher hat und sie möchte auch mal nach Rom, kann ich auch nur bestärken in diesem Entschluss, genauso wie TJ. Oma, das sind doch schöne Schlussworte. Nächste Woche, wenn ich mich nicht völlig täusche, geht es ums Thema Science Rocks mit Bettina Wurche. Darauf freue ich mich schon sehr, wieder mit steilen Thesen und so weiter. Ich hoffe, dass mein Kopfhörer bis dahin wieder einsatzfähig ist. Da muss ich gleich mal schauen, was damit los war. Also da werden wir ein bisschen den Science-Schwerpunkt haben. Glassinela fragt, ob es hier eigentlich auch Gaming-Streams oder Coworking-Streams geben wird. Da ich also wenig game, ist daran schon, das ist schon mal das Grundhindernis dafür. Und Coworking-Streams, da bin ich mir gar nicht sicher, wie die so richtig funktionieren. Ich habe den Begriff mal gehört, muss mich da aber noch mal kundig machen, wie man das denn so aufzieht. Ich habe allerdings schon ein paar Ideen, was ich gerne machen möchte. Das kann ich ja vielleicht auch mal erzählen. Also nicht hier auf Twitch, sondern auf YouTube habe ich mir überlegt, ich mache so ein bisschen was zu Fitness für Autoren, weil ich bin ja jetzt ein großer Peloton-Jünger. Hier sieht man mein Peloton-Bike. Wo ist es? Da steht's.
Das wollte ich mal vorstellen, wie ich das so nutze. Und ja, aber das mache ich als YouTube-Reihe. Das ist live nicht so geschickt, wie wenn ich das aufzeichnen kann. Und zeige das mal. Und ansonsten habe ich nach wie vor vor, dass ich hier in diesem Format, das war jetzt heute eine Ausnahme, aber normalerweise einen Gast jeweils begrüße. Gut, so. Das war's dann aber jetzt. Also ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit und ja, also wir sehen uns dann vielleicht bei Interesse nächste Woche. Auf Wiedersehen.